Hallo Heidi, ich hoffe, die Überraschung gelingt uns. Wir haben ja heute die große Party und du bist leider nicht dabei. Und du gehörst ja immer dazu. Du bist unser Glücksbringer, das weißt du ja. Mit der Live-Übertragung hat es ja nun leider nicht geklappt, mit der Videobotschaft. Aber umso mehr hoffe ich, dass wir dir jetzt damit eine Überraschung machen können, dass dich einfach die Leute, die dich kennen, einfach grüßen können und dass du merkst, du bist nicht ganz allein und du bist auch nicht vergessen. Also Berlin wartet auf dich und wir freuen uns alle wieder auf dich. Mit dem Hut hat nicht geklappt. Ich hatte so eine Idee, dass alle den Hut ziehen, aber ich habe es dann nicht hingekriegt, den Hut zu organisieren oder die. Das machen wir dann, wenn du wieder zurückkommst. Also ich freue mich auf dich. Bis dann. Tschüss. Hallo Heidi. Hier ist nicht Udo mit H, sondern ohne H. Udo, wir kennen uns und ich hoffe, du entsinnst dich noch an mein Gesicht. Ich freue mich, dir auf diesem Wege einen netten Gruß senden zu können und hoffe, dass dein Udo mit der 6. Reparatur oder war es die 5. nun durchhält. Ich habe gestern deine Dokumentation oder die vom RBB gesehen und war sehr begeistert. Aber auf so einer Tour ist klar, da ist der Verschleiß groß, Material und Männer, alles gut. Alles super. Ich freue mich, dass es so geklappt hat und wünsche dir viel Erfolg und vor allen Dingen einen sicheren Udo. Hallo, liebe Heidi. Hier spricht die Victoria zu dir. Wir sind heute hier im Moor Hotel bei der Rebranding Party und feiern die mit Paolo und ganz vielen Gästen. Und da sind sicherlich auch sehr viele dabei, die dich kennen. Und all die Leute, die dich heute kennen, versuchen wir hier ranzuholen und damit sie dir ein paar Worte sagen können. Wir wünschen auch dir dort einen schönen Abend, denn wir haben ihn hier. Hallo, Heidi. Ich habe mir gestern sogar das im TV angeguckt, was du deine Weltreise gemacht hast mit Hugo. Fand ich echt super. Hallo liebe Heidi, wir grüßen dich ganz herzlich aus Berlin, sind sehr stolz auf dich, wünschen dir schöne Tage, ganz viele Erlebnisse und freuen uns, wenn du wieder da bist. Bis bald, liebe Heidi. Tschüss. Wir sehen uns. Hallo liebe Heidi, wir haben uns ja kennenlernen dürfen und zwar bei deiner großen Abschiedsgala. Ich durfte einspringen und zwar für meine liebe Kollegin Ulla Kock am Brink und sozusagen weiter moderieren. Es war ein riesengroßes Fest und nun mittlerweile konnte ich auch deine Tour verfolgen auf Facebook und bin total begeistert aus dem Häuschen und drücke mir und uns allen die Daumen, dass du heil zurückkommst, nicht nur mit diesem wunderschönen Auto, mit dem du unterwegs bist, sondern mit diesen 1.580.000 Eindrücken. Wir sehen uns, hören uns und treffen uns, wenn du willst, hier Moa. Tschüss, dein Mario. Hallo Heidi, grüß dich, schöne Grüße aus Berlin. Ja, wie du siehst, auch wieder ein Bild von mir hier im Moa vom Brandenburger Tor, wo du ja auch demnächst ankommst. Also ich verfolge das und ich bin total überrascht und was du alles erlebt hast, ist unglaublich und ich freue mich, dass es dir gut geht, ja, und dass du so viel Spaß auf der Reise hast. Und wie ich gehört habe, geht es auch bald nach Afrika. Ich habe vor kurzem bei der Chipo Musandi ausgestellt hier in Reinickendorf und das ist ja eine afrikanische Künstlerin, die du auch kennst und mit ihr zusammen, sie hat mir gesagt, sie macht in Afrika mit ihrem Mann zusammen, hat sie ein paar Unterbringungen und Feuerwehrautos und machen Safari und so und sie sagte, wenn Heidi in Afrika ist, bitte sag ihr Bescheid und sie soll vorbeikommen oder wir treffen uns mit ihr, also bitte denk an die Chipo, sag mir auch noch mal Bescheid und ich persönlich würde auch gerne mit dir mitfahren, ja, durch Afrika und ja, wenn du sagst, das ist, du würdest mich gerne mit als Beifahrer mitnehmen, dann gib mir einfach noch mal ein Feedback und ansonsten weiterhin gute Reise, schöne Grüße aus Berlin. Schöne Grüße aus Berlin von der MOA-Veranstaltung. Wir haben gerade gehört, du bist wieder genesen, du bist auf dem Weg nach Chile oder schon in Chile. Falls du dich erinnerst, liebe Grüße von Gabriela, von der ehemaligen VDU-Frau. Und hallo, und von Petra, ich grüße dich ganz herzlich. Wir haben uns zuletzt auch im Leonardo gesehen und bei anderen Veranstaltungen. Toi, 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 du bist einfach klasse. Mach weiter so, wir drücken dir die Daumen, dass dein Hoodie bald wieder richtig fahren kann und dass du auf deiner Strecke alles, was du so möchtest, schaffst. Also ja, toi, Frauengrüße toi, toi. An Frauenpower. Ja, toi, toi. Hi.
Hallo Heidi. Hi Heidi, grüß dich. Halt die Ohren steif. Wir wünschen dir alles Gute für deinen weiteren Weg. Wir haben gerade gehört, dass der Motor aus Australien kommen soll. Also? Eben. Und eine tolle Weiterreise mit viel tollen Bildern von dir. Und ohne Unfälle. Also Tschüss. Bis dann. Ciao. Liebe Heidi, aus dem Moa Hotel senden wir dir ganz liebe Grüße. Wir hoffen, es geht dir gut, im Gegensatz zu dem armen Hudo. Und wir hoffen, dass er bald wieder gesund wird, dass du deine Reise fortsetzen kannst. Wir wünschen dir eine schöne Zeit in Chile und grüßen dich aus dem Moa Hotel. Vom Rebranding, wie man auf Althochdeutsch jetzt sagt. Liebe Heidi, ich bin Suzanne Oliver. Ich wünsche dir alles Liebe. Hoffe, du hast eine schöne Fahrt. Viel Spaß aus Berlin. Hotel Moor, wir sind bei der Rebranding Party und wir feiern für dich heute alle mit. Komm bald wieder zurück. Wir sind und warten auf dich hier. Hallo Heidi. Viele Grüße von Berlin, von Bianca und Bernd Brömme. Wir wünschen dir gute Fahrt. Alles, alles Gute. Und dass dein Auto gut fährt und dich gut voranbringt. Alles Liebe von uns. Toi, toi, toi für alles. Ja, wir grüßen dich ganz, ganz herzlich und drücken dir ganz, ganz fest die Daumen, dass es bald klappt mit deinem Auto und dass du wieder gesund und heil nach Hause kommst. Danke, alles Gute. Tschüss. Ich grüße Heidi Hetzer. Hallo meine liebe Heidi Hetzer, ich bewundere immer wieder, mit welchem Elan du auf Reisen bist. Ich wünsche dir hier aus dem Hotel Moa von Herzen weiterhin viel Erfolg und vor allen Dingen Sicherheit auf den Straßen, wo immer du jetzt auch bist. Liebe Grüße, deine Gabi. Hallo liebe Heidi, ich freue mich, dass wir auf diese Art und Weise dir einen schönen Gruß übermitteln können. Gestern habe ich dich nochmal wieder im RBB im Fernsehen gesehen und habe mein Herz klopfen, als ich dich da sah und denke, hoffentlich geht's dir gut und wir vermissen dich enorm. Hoffentlich bist du bald wieder da. Wir brauchen dich hier. Aber viel Glück. Und wir sind ganz stolz auf dich. Ja, super, das kann man super wohl sagen. Unsere super Heidi. Hallo, liebe Heidi, wir wünschen dir, dass das Auto so schnell wie möglich nach Berlin wieder findet. Nach Berlin genau. findet. Und wir freuen uns auf dich, wenn du wieder gesund und munter da bist. Liebe Grüße nach Chile. Liebe Heidi, ich grüße dich herzlich. Ich habe gesehen, du bist gerade von L.A. nach Las Vegas unterwegs. Da war ich vor 3 Wochen gerade auf dem Highway. Ich habe an dich gedacht schon und wünsche dir alles Gute und schön, dass du alles so geschafft hast. Lass es dir gut gehen. Ich freue mich auf dich. Ciao. Meine liebe Heidi, hier ist dein liebster Lions-Freund Ralf mit seiner Tochter Julia. Und ich habe mich total gefreut, dich hier in dieser kleinen Präsentationsecke zu sehen. Und schicke dir ganz, ganz liebe Grüße. Und wir hoffen, dass wir dich bald wiedersehen. Und wir freuen uns ganz, ganz toll auf dich. Mach's gut, meine Kleine. Tschüss. Tschüss. Hallo Heidi Hetzer, Sie sind ja eine super Frau. Ich habe gestern die Sendung im RBB Fernsehen gesehen. Ich war hin und weg mit Ihrem Alter. Also da brauche ich keine Angst zu haben. Ich habe mal an Ihnen Beispiel genommen. Also für mich sind Sie die Allergrößte. Meine liebe Heidi, herzliche Grüße hier aus Berlin, aus dem Hotel Moa. Natürlich für dich irgendwo auf der Welt. Komm gut nach Hause mit deinem alten Horch, mit dem alten Mercedes, wie auch immer. Und ich hoffe, nicht zu viele Reifenwechsel. Also toi, 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 von hier aus dem Moa zu dir, liebe Heidi. Bye, bye. Heidi, es ist soweit. Du musst zurückkommen. Die Berliner schaffen das gar nicht mehr alleine. Und ich würde wetten, dass du gleich die Kurve kratzt und hierher kommst. Es wird Zeit, weil der Müller schafft das gar nicht mehr alleine und die Quadriga wird jetzt wieder runterkommen und da kommst du drauf.
sieh mal zu, dass du herkommst. Der Müller braucht deine Hilfe. Ich brauche die übrigens auch. Und du bist endlich wieder zurück in Berlin. Mach's gut. Dein Freund Rainer. Liebe Heidi, ich habe vergessen, mich für deine Geburtstagsgrüße zu bedanken. Dafür ziehe ich jetzt hier meinen Hut. Ich danke dir und gute Fahrt, bis bald. Hallo, liebe Heidi. Einen herzlichen Glückwunsch aus dem Moor zu dir. Und ich wünsche dir alles Gute. Und ich denke immer noch daran, dass wir vor ein paar Jahren deinen Geburtstag gefeiert haben. Und dieses Geburtstagsfoto steht bei uns bei Reisetravel immer noch online. Also alles Gute und Brigitte. Ja, vor allen Dingen weiterhin viel, viel Gesundheit, keine Kapriolen mehr und dass du wieder gut und munter nach Hause kommst. Viele liebe Grüße aus Berlin, heute mit Sonnenschein. Wir grüßen dich, Familie Überscher. Reisetravel.eu, da findest du uns wieder. Und wir haben schon mit Paolo gesprochen, dass wir dann mit dir gemeinsam eine große Sause machen. Let's go. Genau, bis zum Wiedersehen. Tschüss. Hallo Heidi, wir wünschen dir eine gute Weiterfahrt. Wir haben dich ein bisschen verfolgt und hoffen, es geht dir jetzt prima und das eine super Reise, beste Gesundheit und hast einfach einen coolen Trip mit deinem Alten an der Seite. Genau, und ganz, ganz toll, was du machst, was du bist und wie du alles durchziehst. Mit allen Rückschlägen hin und her fliegen, also einfach wunderbar. Ja, liebe Heidi, ich habe gerade von deiner tollen Tour erfahren. Ich wünsche alles Gute, maximalen Kampferfolg und ein gutes Zurückkommen nach Berlin. Hallo Heidi, ich bin Sonja aus Berlin und Rio. Ich werde mich total freuen, wenn du auch mal Rio de Janeiro besuchst, dass wir da auch ein bisschen was unternehmen, dass du mich mit diesem Kostüm auf deine Reise mitnehmen wirst. Heidi, du coole Socke, hier ist Andy Moore und ich würde mich freuen, wenn du bald wieder da bist und nicht nur durch den Dschungel trappst mit deinem Auto. Ich wünsche dir viel Erfolg, bleib gesund, vor allem bleib wie du bist und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder auf den tollen Partys hier in Berlin. Viel Spaß auf deiner Tour! Liebe Heidi, mittlerweile bist du auch sogar in Wanne-Eickel angekommen. Richtig. Schöne Grüße von Andreas und Sascha. Hier ein echter Berliner, dort ein echter Wanne-Eickler. Wir wünschen dir viel Spaß auf deiner Weltreise. Mach's gut und komm gut heim. Liebe Heidi, schön, dass es dir wieder besser geht. Ich wünsche dir noch viel, viel weiter toller Erfolg und fahr vorsichtig durchs Südamerika, bitte. Hallo Heidi, wir sind hier im Moor, wo deine Abschiedsfete war und ich hoffe, wir können hier bald deine Wiedersehensfete feiern. Und schau mir in die Augen, Kleines. Du weißt noch, wie wir am Brandenburger Tor mal standen. Gestern hattest du ja eine Doppelsendung im Fernsehen. Mein Glückwunsch. Liebe Heidi, ich habe gehört, du hängst in Argentinien fest. Ich wünsche dir alles Gute, dass dein Ersatzteil kommt und weiter so. Ich finde es toll, was du machst und ich habe schon bei dir so viele Autos gekauft. Das ist echt prima, was du machst. Danke dir. Hallo Heidi. Hallo Heidi, Grüße aus Berlin. Ja, wir freuen uns auf unser Wiedersehen und halte durch. Bis bald. Bis bald. Liebe Heidi, wir sind alle ganz stolz auf dich und wünschen dir viel Glück. Ja. Ciao. Tschüss. Und ich habe dich ja schon getroffen auf dem Moor Restaurant mit deiner schicken Handtasche von Opel. Und begeistert bin ich auch immer, wenn ich dich treffe in West End. Bin ja fast Nachbar von euch gewesen und freue mich, dass du jetzt so eine tolle Tour machst.
und wünsche dir noch keinen abgebrochenen Finger oder anderen Schaden, den er ja schon mal unterwegs hatte. Ich verfolge deine Sendung sehr gerne und freue dich, wenn du heil und gesund wieder nach Berlin kommst. Toi, toi, toi. Ja, hallo Heidi, ich bin Gabi Barton. Wir kennen uns nicht persönlich, aber trotzdem möchte ich die Gelegenheit ergreifen, hier mal jetzt einen Gruß an dich loszuwerden. Ich finde das toll, was du machst und dass du damit eben ein Vorbild bist für viele andere Frauen und gerade eben für uns, die wir älter werden, dass man eben nicht zögert, sich dann doch noch einen alten Traum erfüllt. Und das ist im Grunde auch mein Lebensmotto, mein Alltagsmotto. Ich sage mir, ich tue es jetzt doch noch. Das heißt, eben, wann denn sonst, wenn nicht jetzt? Denn man ist in einem Alter, die Zeit vergeht immer schneller. Und wenn man was erleben will, dann muss man es jetzt tun. Und da bist du auch mir ein großes Vorbild. Und nur weiter so. Und ich wünsche dir viel Glück auf den weiteren Reisen und Fahrten. Alles Gute, einen herzlichen Gruß aus Berlin heute Abend. Tschüss. Hallo Heidi, Jolanta hier aus Berlin. Wir vermissen dich hier, wir hätten dich gerne auch hier bei der Feierlichkeit dabei gehabt. Wir wünschen dir weiterhin gute Fahrt, wir verfolgen deine Fahrt auch in Facebook, freuen uns über deine Posts und hoffen, dass dein Auto weiterhin gut hält. Du hast ja schon einige Reparaturen hinter dir. Ja, hallo Heidi, auch von mir. Ich bin Michael. Hallo und ich verfolge deine Facebook-Seiten auch sehr gerne und gut. Es macht sehr viel Spaß, das mitzusehen und dich anzusehen in dieser Zeit. Und ich wünsche dir auch noch sehr viele gute Zeit und das ist toi, 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 dass du auch gut wieder zurückkommst. Vielen Dank. Heidi, du altes Haus, du bist eine total Verrückte, hör mal. Also wir sind hier auf einer Party, aber du hast ja viel Besseres zu tun, ne? Wahnsinn, was du da treibst, ne? Ich wünsche dir, dass du nicht schlimmer krank wirst, dass du wirklich über den Berg bist und dass du die Tour schaffst. Ich gönne es dir und ich finde dich klasse. Mach's gut, du. Mach weiter so. Und komm gesund nach Hause, du. Und dann begrüßen wir dich aber. Hä? Hallo Heidi, du wirst nicht mehr wissen, wer ich bin, aber ich beobachte dich ständig. Wir sind auch schon mal zusammen ausgewesen, ja, mit Paolo zusammen. Und ich finde es super klasse, was du machst und dass du auch immer wieder aufstehst, finde ich der Hammer. Du bist eine klasse Frau. Ja, komm gut nach Hause, bitte. Liebe Heidi, ich wünsche dir noch viel Power, viel Glück, verletz dich nicht wieder und ich denke mal, du reparierst ja die Autos immer selber und wenn irgendwas ist, dann kriegst du das hin und wir freuen uns, dass du bald wieder da bist in Berlin. Herzlich willkommen dann. Liebe Heidi, einen ganz lieben und wunderbaren Gruß zu dir, wo auch immer du gerade im Moment bist. Viele Menschen sprechen hier heute von dir. Und ich kann dir nur sagen, wenn ich alle Grüße übermitteln sollte, dann würden wir hier die nächsten 10, 20 Minuten füllen. Viele vermissen dich. Ich vermisse dich auch. Ich hoffe, es geht dir gut. Du bist gesund. Du hast genügend Wasser im Tank, nicht nur Benzin. Und auch genügend Druck auf dem Reifen. Bleib gesund. Komm gut durch allen Sonnenschein, alle Gewitter und was dich auch immer erwartet. Hab viel, viel Freude. Tanke das in dir auf. Und wenn du nach Berlin kommst, wird es für uns alle, auch für mich, ein ganz großer Tag. Sei auf diese Weise umarmt und gedrückt. Alle lieben Grüße von Hajo. Tschüss, mach's gut. Liebe Heidi, eins ist klar, wir vermissen dich hier sehr. Als ich das letzte Mal hier war, haben wir deinen Abschied gefeiert. Genau so ist es. Alles Gute, alles Liebe, viel Spaß und komm gesund wieder. Wir freuen uns auf dich. Wir verfolgen dich auf Facebook und wir freuen uns natürlich über jedes Bild, was du postest und wir sind bei dir. Pass gut auf dich auf. Genau. Halt die Ohren steif. Hallo.
Heidi, ich grüße dich recht herzlich von einem Event. Leider bist du nicht hier. Ich habe dich ja schon öfters auf tolle Events gesehen, kennengelernt. Und ich muss sagen, du machst das einzige Richtige. Geh auf die Weltreise, hab Spaß, genieße dein Leben. Und ich glaube, ich würde dir so gerne folgen, wenn ich könnte. Also wenn du noch ein Plätzchen frei hast in deinem Auto, ich komme zu dir. Hallo Heidi. Hallo Heidi, wir grüßen dich aus Berlin. Heute hatten wir unsere große Rebranding-Party und du warst nicht dabei. Wir wünschen dir ganz viel Glück und Spaß und Freude weiterhin auf deiner Tour und bis bald. Wir freuen uns auf dich. Heidi, liebe Grüße von Hanka und Jule aus dem Mercury Hotel Moa. Das ist doch fröhliche Jule. Genau, wir haben dich hier vermisst und alles Gute. Toi, toi, toi. Bis bald. Hallo Heidi, ganz liebe Grüße von Kara Chutan aus Berlin und ich hoffe, es geht dir sehr gut. Ich verfolge deine Reise natürlich auch auf Facebook und bin immer ganz begeistert und freue mich, dass du so mobil und so actionreich unterwegs bist. Und ich hoffe, wenn du wieder da bist, besuchst du mich mal in meiner Show, die da heißt Caramba, Männer, High Heels und andere Laster. Hi Heidi, altes Haus. Wirst dich nicht wundern, dass du mich jetzt hier siehst. Paolo hat mich eingeladen, du fehlst. Aber es dauert nicht mehr lange, dann bist du wieder mit dabei, mittendrin. Bis dahin, wir hören und sehen voneinander. Bis dann, liebe Grüße, Gudrun, wir vermissen dich. Ciao, mein Schatz. Hallo Heidi, ich grüße dich. Ich hoffe, es geht dir gut und du bist ja bald in Berlin. Du willst erwartet. Wünsche ich dir alles Gute. Tschüss. Liebe Heidi Hetzer, hier bin ich frisch aus Berlin, die Gredi. Ich wünsche dir ganz viel Kraft, toi toi toi, dass es durchsteht. Wir drücken dir ganz fest die Daumen. Mach's gut, Süße, bis in Berlin bald wieder. Tschüss. Muah. Hello, Heidi. Okay, now Heidi, I don't know where you are on the map, but I hope you're having a drink. You are so missed by so many people. I hope you are healthy. I hope you are well. I hope you're meeting wonderful people, and I hope you're having a great time traveling around the world. Can't wait to see you when you return. Be blessed and travel safe. Mwah! Meine liebe Heidi, du hast mich mal vor einiger Zeit gefragt, ob ich mit dir auf eine lange Reise gehen könnte. Und ich habe gesagt, Heidi, ich habe leider im Augenblick keine Zeit. Und das haben wir damals beide sehr, sehr bedauert. Liebe Heidi, an dieser Stelle heute einen ganz, ganz lieben Gruß. Ich weiß nicht, wo du gerade bist, irgendwo in Südamerika. Wir haben keine Ahnung. Wir beide, Friedhelm Acksteiner, Dr. Acksteiner, meine Agentur und ich, wir haben heute Abend im Moa ein, glaube ich, ziemlich gutes Event gerockt. Da hättest du voll hingepasst. Ganz genau. Du fehlst hier an dieser Stelle. Jawohl. Und das wollen wir dir sagen. Komm bitte gesund wieder und wir würden uns freuen, wenn wir dich dann wieder gesund in die Arme nehmen. Und ich hoffe, liebe Heidi, wir sehen uns bald wieder. Also, viele Grüße von Friedhelm Acksteiner und von mir, dein Carsten Speck. Ciao. Und den ersten Jahrestag der Rebranding-Party von Mercure Moa feiern wir wieder mit dir zusammen hier. Liebe Heidi, komm gut nach Hause. Okay, lieber Heini, du bist eine von diesen super tollen Powerfrauen, die Berlin überhaupt hatte. Und du hast so viel für diese Stadt getan und hast auch den Frauen so viel Mut immer wieder gemacht. Und ich finde es toll, dass du diese wahnsinnige Strapaze mit einem so tollen Oldtimer, den du also im Prinzip auf dieser Reise, glaube ich, dreimal überholt hattest, auf dich genommen hast. Und ich freue mich, nachdem ich dich ja viele Jahrzehnte fotografiert hatte, dass du gesund wieder nach Berlin zurückkommst. Toi, 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 dein Manfred Neugebauer. Hallo Heidi, wir wollen dir mal unseren Junior vorstellen, Julian.
den hast du ja nicht sehen können, weil du ja nicht in Berlin bist. Für den Rest deiner Tour wünschen wir dir toi 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 gutes Gelingen und wir hoffen, wir sehen dich auch bald wieder in Berlin. Liebe Heidi, hier ist der Dan. Alles Liebe von ganzem Herzen, hauptsächlich Gesundheit und komm schnell zu uns nach Berlin. Du fehlst uns einfach. Meine liebe Heidi, ich freue mich auf dich, damit ich dich bald hier wieder begrüßen darf. Der 23. Oktober oder der 31. Oktober stehen fest in meinem Kalender und ich freue mich, wenn ich dich wiedersehe und drücken darf. Heidi, mach's gut, halt durch, ich liebe dich, tschüss meine Liebe, mach's gut, du hast uns heute gefehlt. Ja, Heidi, wir lieben dich. Hallo Heidi, wir haben dich hier heute vermisst, ich hoffe es geht dir gut. Und du wirst noch viele tolle Erlebnisse haben und wir hoffen, dass du gesund wieder nach Hause hier nach Berlin zurückkommst.